So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo. Ich habe einen Jeep, ich habe mehr Kraft. Ey, guck mal, das ist die Militärbasis. Ja. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Bringt nichts, ich habe keine Muni. Boah. Lappen. Ey. Oh, ich will so ein LKW. Jetzt habe ich 2 Sterne, nicht gut. Ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Erstmal den Typen da abknallen. Oh. Kennst du das Todestor? Was ist das Todestor? Also ich kenn's nicht, ne. Warte, ich muss es finden. Verdammt, wo ist das? Keine Ahnung, wo das ist, da muss ich dann nochmal gucken. Hast du wieder Polizei am Arsch? Nö. Aua. Ach schade, ich wollte dich umkippen. Ich will den behalten. Ja. Weg mit der Polizei. Vorsicht, Fluss. Ja, ich weiß, da soll die Polizei auch rein. Ich höre einen Heli übrigens. Ja, den habe ich auch. Hallo. Wow. Hä, wieso werde ich jetzt auch gesucht? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Hallo, Heli. Oh, dieses behinderte System einfach. Die kriegen mich nicht. Ich sitze in der Weinberge fest. Da bin ich auch gerade und mein LKW macht schlapp. Ja. Auf geht's, hol alles aus dir raus. Mission, Chemikalienbeschaffung. Kostet mich zu viel, ums Verhandlungslevel abzuschalten. Das Geld habe ich nicht. Mich würde mal interessieren, wo du das Geld hin hast. In Fahrrad und sonstigen Tuning-Scheiß investiert. Toll. Ich denke mal, der nervt langsam, der Heli. Warum habe ich keine Bazooka? Nein. Oh, Glück gehabt. Ich habe nur noch eine Frage. Wie schaffe ich jetzt die Polizei abzuhängen? Weiß ich nicht. Ich habe eine Idee, ich lasse mich hier töten und dann nehme ich nur ein LKW wieder. Nein, ich will sie abhängen. Ah ja, ja. Ah, Hilfe! Warum hast du einen Officer getötet? Hä, wer schießt hier? Polizei. Ach, der Hubschrauber. Komm mal wieder, willst du mitfahren? Ja. Wo bist denn du? Beeil dich. Ja. Warte, hier. Ha, ha, Nase. Oh, du bist nicht drin, doch, du bist drin. Jetzt hast du auch 3 Sterne übrigens. Toll. Ja. Tjo. Schafft der LKW. Ja, vielleicht nicht. Machen wir doch wieder runter. Alles Gute ist, man kann die Polizeiautos einfach wegschieben. Könnt ihr nicht einfach aufgeben? Guck mal, da hängt einer unter uns. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Motor ist nicht mehr so der fitteste. Nee. Oh, das war ein Reifen. Oh, Alter! Militär-LKW, der nicht mal schusssichere Reifen, was ist denn das für Scheiß? Hallo, Militärbasis. Jo. Oh oh, oh oh, wie kriege ich noch die Kurve? Wir haben ein Problem. Nein! Geil. Hey! Dann geh wieder rein. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ach geil. Echt jetzt? Ja. Ich will weg. Nicht in die Militärbasis, denk dran. Oh, Scheiße. Hallo Militärbasis. Hey, wir haben uns versteckt. Au. 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 Was denn? Ich liege unterm Truck.
Okay. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Hallo. Ich bin da eben hinten rausgefallen, wo du so, ich sag mal, so weit oben standest. Ja, oh, ich bin tot. Echt? Du bist rausgefallen. Oh nein, nicht in den Fluss. Ach, ist ja gar kein Fluss. So. Au! Toll. Oh, das Militär-Jeep. Hallo. Alter! Das war ich nicht. Was überfahren die mich? Das mache ich auch demnächst, wenn ich unterwegs bin. Was habe ich dir getan? Du hast mich angeguckt. Oh, du bist tot. Geil. Schade. Ich wollte den eigentlich gerne haben. Jetzt können wir erstmal Richtung Straße laufen. Oh, hier, hey, hier ist ein Flugrennen. Wo? Hab dich gefunden. Ich muss noch durchs Moor durch. Bin Level 29. Hallo Militär-Jeep. Wo bist du hin? Missy. Lädst du mich ein, oder? Ja. Profit. Du bist Level 33? Mhm. Warum bist du auf einmal so hoch? Du hast nicht genug Geld. Der Job kostet $300. Oh. Ganz ehrlich? Bin pleite. Du gehst jetzt mal einen Laden überfallen, ey. Okay. Ich bin pleite. Das ist scheiße, dass man den Mechaniker hier nicht anrufen kann. Kann man. Aber der liefert das nicht hierher, oder? Richtig. Aber das ist doch als normale Straße hier gekennzeichnet. Ich probier's mal. Ich probier's mal. Ich auch. Ich muss ja. Ich brauche ein Auto. Ich bin gerade beschäftigt, also ruf später nochmal an, okay? Hat er vorhin auch schon gesagt. Kann es sein, dass sie ihn wirklich abgeschafft haben? Das wäre jetzt echt nicht so lustig. Also ich hab ihn. Hey, warum geht's bei dir und bei mir nicht? Hm. Meiner ist, ach, ich glaube, ich konnte ihn ja nicht bezahlen. Alter, wo parkt der denn? Hey, kann ich bei dir mitfahren? Ja. Ich kann meinen nicht bezahlen. Wo parkt der, Alter? Echt jetzt? Fahr ich mal zu einem Laden. Ich markiere es hier. Doch nicht. Doch. Karte. Wo ist denn hier ein Laden? Hier ist nirgendwo ein Laden. Hab einen gefunden. Das war ganz schön weit weg. Oh, wir fahren. Ich hab einen. Da fährst du jetzt nicht. Er hat ja auch gerade einer irgendwas zugelabert. Ich höre doch nichts. Ja, aber unten im Untertitel. Nee. Irgendjemand hat mich angeschrien, das ist Sperrgebiet, verpiss dich. So. Keine Ahnung, war auf der Karte. Tod von oben von Martin. Einladung. War das nicht das, was du da gesucht hattest? Tod von oben? Mhm. Nee. Das, was ich gesucht hatte, heißt Stress auf dem Dach. Ach, genau. Da macht man ja so schön viel Geld in kurzer Zeit.
Nur das Negative ist, das ist erst ab Level 77 verfügbar. Boah, das habe ich doch heute noch, das Level. Naja, wir als Pro-Gamer, das haben wir in einer Stunde erreicht. Mhm. Ich finde, GTA Online ist extremst teuer. Ja. So, richtige so ein richtiges Kapitalismus-Spiel. Schnaffte! So, du hast echt nicht drauf, oder? Passiert. Ein Kilometer. Toll, der folgt uns. Ja. Den ich eben gerammt habe. Toll. Oh, da ist ein Typi. Alter! Junge, was war das denn? Stark. Lass mich einfach hier raus. Oh, hier ist Bandenkrieg. Ja, ich habe noch keinen gestartet, das ist schon mal ganz gut. Möchte ich nämlich gerade nicht. Ich schon. Hallo, guten Tag. Hätte gern, ihr ganzes Geld. Na, wo seid ihr denn? Ah, da. Hallo, mach mal schneller. Ich will Alter! Was denn? Ah, was haben die für... Alter, nein! Was haben die für Knarren? Das ist ja richtig Cheaterei. Ich brauche ein Auto. Nimm mit deinem Auto. Hilfe. Polizei will mich fangen. Hab doch nichts gemacht. Ich brauch doch nur ein bisschen Starthilfe. Und ich bin weg. Hier finden die mich nicht. Hey, ich bin bei so einem Fernsehturm. Also, irgendeinem Turm halt. Ja, Polizei abgehängt. Okay. Ich hab wieder ein bisschen Geld. Soll ich dich abholen? Nee. Ich habe auch noch dein Auto. Das war mir ein bisschen behilflich. Yay. Oh oh, Entschuldigung. Ich hab dein Auto ein bisschen kaputt gemacht. Egal. Guck mal, das ist ein Hubschrauber. Gehört er dir? Was? Ein Schuss? Und das Polizei. Alter, die Bullen, die fucken so ab in GTA Online. Warum? Du. Hast du Sterne? Nö. Gut. Dass die hier noch stehen. Guck mal, Vorfahrt, Gewehrenschild und auf der Straße steht Stopp. Geil. Was? Hier ist Geld. Und Waffen. Ich kaufe mir was zu trinken. Hey, Polizeiwagen umsonst. Oh, ich will auch rein. Was war das denn? Nicht mein Handy. Es war mein Handy. Ah. Okay. Sheriff. Ja, ich höre zwar nichts, aber egal.
Jetzt dürfen wir auch schnell fahren. Den kann man auch nicht in seine Garage stellen, oder? Nein. Aua, schade. Das wäre cool. Was bist du für eine Wagennummer? Ach, scheiße. Moment, vielleicht hoffentlich berappelt sich's wieder. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ach, da bist du wieder da. Warum warst du weg? Keine Ahnung, 17 bin ich. Und du? 58. Guck, da, 58. Okay, wo, was machen wir? Trollen wir ein paar Leute? Wäre eine Möglichkeit, ja. Also so Zivilisten, wir halten die an und erschießen sie. Da habe ich gerade Lust drauf. Stopp! Nicht so tight, weil es geht. So, steigst du aus? Ja, so eine... Alter, das ist behindert. Und dann erschießt man sie. Dann kriegt man einen Stern. Kriegen die Geld? Nö. Der hat dann nichts dabei. Und dann fährt man ganz schnell weg. Ist nicht viel los auf dem Server, ne? Ja. Dann hat man die Polizei. Stress auf dem Dach, ich bin mal weg. Echt jetzt? Ja. Warum krieg ich dazu keine Einladung? Und tschüss. Und tschüss. Sup. Blöd, dass man den jeweiligen nicht noch einladen kann. Ja, passiert. Ja, springen. Oh, ist hier nicht ein Flughafen? Offen ab Rang 75. Ja, bin ich fast. Aber du kannst trotzdem spielen, wenn du eingeladen wirst, gell? Ja, wenn man eingeladen wird, ja. So. Und du guck mal in der Zeit, dass du irgendwie an Kohle kommst. Ich bin gerade dabei. Super. Ja, ein bisschen Kohle habe ich ja jetzt. Ich müsste eigentlich noch gleich Titanfall ein bisschen aufnehmen. Ein bisschen aufnehmen? Begib dich zum Park. Hä? Wo bin ich? Das ist ein ganz anderes Spiel. Das ist doch nicht Stress auf dem Dach. Da wurdest du wohl geflaxt. Na egal. Mal sehen, was für eine Mission das hier ist. Ich bin hier schon mit meinem kleinen Kia Rio schneller als so ein Typ mit so einem Mega-Sportwagen, Alter. Hast du den getuned oder wie? Nee. Nur die Farbe habe ich geändert, mehr nicht. Okay. Wow, da fliegt ein Superkampfjet. Und er hat meinen Helikopter abgeknallt. Lass mal auch einen holen. Helis holen am Flughafen und dann ganz langsam reinfliegen. Wie ganz langsam reinfliegen. Siehst du dann? Nein, er will mich abschießen. Ich hab doch nur Bescheid Propeller. Ah, das ist doch Stress auf dem Dach, man muss nur hinfahren. Der Gummiflugzeug. Der kommt wieder. Stirb! Ist sehr gut. Ja, Flugzeug fliegen. Oh, und der hat mich abgeschossen.
Ich hasse Leute, die einen einfach aus Spaß abschießen. Ich hatte gerade im Flugzeug aus dem Wichser. Da jetzt bin ich mitten auf der Runway. Habe ich Granaten? Nein. Schalte die Profis aus. Irgendwie kommen da immer mehr. Ah, der hat das Dokument schon, der Sack. Bei mir im Auto ist der Pudding Thomas. Bitte was? Der Pudding Thomas. Ach der, ja, den kenne ich ja. Der Pudding Thomas, ey. War wieder einer kreativ bei der Namengebung. Oh toll. Soll ich da hinterherkommen? Huch! Na nö. Der Dreamtex ist weg. Anruf beendet steht hier gerade. Hä, wieso? Was soll das denn jetzt? Entweder ist bei ihm gerade das Internet abgekackt. Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt noch. Das kann ich jetzt gerade nicht unbedingt nachgucken. Scheiße. Der müsste gleich wieder anrufen. Und das ist nicht gut. Geil. Schön, dass bis jetzt groß keine Gegner kommen. Yay, wir haben es geschafft. Jetzt kann ich auch gucken. Hallo, Maus. Okay, Aufnahme läuft noch. Aber wo ist er? Seltsamer Shit. Gut, ich beende da mal hier die Folge. Die ist, glaube ich, ein bisschen kürzer. Ah, nee, eben nicht. Ha, super. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich gucke da mal, wo der Dreamtex abgeblieben ist. Gut, bis morgen. Übermorgen.